Ganz herzlich willkommen auf der MIT 2022. Ich darf auch Herrn Martin Rohde, Project Application Engineer von L-Akustik, sehr herzlich begrüßen. Er wird heute sprechen über das L-Akustik-Ökosystem anhand der Philharmonie in Essen. Ich freue mich, dass Sie hier sind und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Vielen Dank. Ja, alles gut? Mikro? Super. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Wir haben hier die nächste halbe Stunde Zeit, uns ein bisschen mit diesem sogenannten L-Akustik-Ökosystem zu beschäftigen, was im Prinzip ein Arbeitsvorgang ist von mehreren Softwareebenen, die uns es ermöglicht, relativ schnell in einem Rental-Job oder auch in der Installation von der Planung zu einer fertigen Installation das Ganze softwaremäßig zu begleiten und relativ schnell zu Ergebnissen zu kommen. Und wir haben jetzt jüngst die Philharmonie Essen fertiggestellt und ich dachte, das ist einfach ein schönes Projekt, weil es auch ein bisschen komplexer ist, dass man daran mal ein bisschen was erklären kann. Und wir werden uns nicht alles im Detail angucken, sondern so ein paar Sachen werden einfach angeteased, um verständlich zu machen, um was es da geht, wie einzelne Instanzen ineinander greifen. Und bevor wir aber da reingehen, wollte ich einfach mal im ersten Schritt mal das Projekt ein bisschen vorstellen. Was war das? Was haben wir da gemacht? Und welche Systeme haben wir da verwendet? Zunächst ist das der Alfred-Grupp-Saal der Philharmonie Essen, der größte Konzertsaal in der Philharmonie. Und er wurde ursprünglich raumakustisch von Müller BBM geplant. Und auch die erste elektroakustische Anlage, die erste PA, die dahin drin hing, wurde von Müller BBM geplant. Folglich ging jetzt der Auftrag auch wieder an Müller BBM, namentlich der Michael Prüfer und Harald Frisch. Müller BBM ist vielleicht bekannt, ein Planungsbüro, ein sehr großes aus München. Und die haben im Prinzip als erstes Mal drei verschiedene Hersteller angeschrieben und haben gebeten, dass wir einen Shootout machen. Das heißt, man hat uns wirklich vorgegeben, welchen Bereich sollen wir da beschallen. Man hat auch gesagt, in welche Systemrichtung man denkt. Und dieser Shootout hat dann im Januar 2020 stattgefunden. Und die Entscheidung daraus war, dass zwei von diesen drei Herstellern, also L-Akustik und noch jemand, dann sozusagen ins Rennen gegangen ist. Und wir, Müller BBM, erste Planungsentwürfe zugeschickt haben. Wir haben dann nicht mehr über ein Links-Rechts-System gesprochen, sondern über ein Links-Center-Rechts-System. Und die Besonderheit bei der Philharmonie, man sieht es an der Simulation hier außen, ist halt, dass wir hinten noch einen kompletten Chorrang haben. Das Publikum sitzt sozusagen 360 Grad um die Bühne. Und wie das halt immer so ist in solchen Läden, da geht es natürlich auch viel um Optik. Und Lautsprecher sind im Gegensatz zu Licht ja immer Bäbe. Ne, wenn da Licht rauskommen würde, könnten wir es auch überall hinhängen. Es ist aber ein Lautsprecher, deswegen können wir es nicht überall hinhängen. Und dementsprechend gab es da halt, ich werde polemisch, ich merke es, aber egal. Dementsprechend gab es da halt einige Einschränkungen und das mussten wir herstellerseitig erstmal mit einem ersten Entwurf natürlich auch alles berücksichtigen. Das Ganze ist dann in eine öffentliche Ausschreibung in 2021 gegangen und schlussendlich fiel das los dann auf M-Town System Company, ein bekannter Systemintegrator aus Hamburg, die mit uns das wirtschaftlichste Ergebnis abgeliefert haben und dann wurde das sozusagen die L-Akustik-Lösung an dieser Stelle. Meine Präsentation möchte, genau, da ist sie. Und eingemessen haben wir alles diesen August. Das war Anfang August, war die Inbetriebnahme dann durch. Jetzt liegt da noch ein bisschen Zeit zwischen. Es hätte eigentlich 21 alles eingemessen werden sollen. Aber wie es so ist, in solchen Bauten gibt es dann natürlich immer wieder Verzögerungen. Und dann ist es dann doch 22 geworden. Was haben wir hier als System? Wir haben Kara-2-Systeme in der Links-Center-Rechts-Kombination. Außen hängen jeweils 12 Kara-2 und in der Mitte ein kleinerer Center, natürlich auch wegen den Sichtlinien. Und mit dem Center muss ich auch nicht notwendigerweise den ganzen Saal abdecken. Und das Ganze wird halt flankiert von 4 KS21. In der Kardioid-Anordnung. Warum 4 KS21? Bei so einer großen PA könnte man sich natürlich, wenn man da
an moderne Rock-Pop-Produktionen denkt, vielleicht auch nochmal einen Bass mehr vorstellen. Aber auch da ging es dann wieder um Sichtlinien, wie viel Bässe können wir da hinstellen. Und das war sozusagen das Maximum, was dann auch vom Haus aus entsprechend erlaubt wurde. Die Cardioid-Konfiguration ist so, dass wir die inneren gedreht haben und dadurch erreichen wir dann halt eine Auslöschung zur Bühnenmitte hin. Das heißt, auf der Bühne ist es dann halt wirklich ruhig. Das Ganze ist im Prinzip wie so eine halbe Hyperniere oder so eine halbe Niere zu verstehen. Nahfelder haben wir auch noch. Vorne erstmal eine Reihe von 9 5XTs an der Bühnenkante, ganz klassisch, die sozusagen eine erste Wellenfront für die erste Reihe bilden, damit wir die Ortung ein bisschen runterkriegen. Problematisch ist natürlich dabei immer, wenn ich da 1, 2 Sitzreihen habe, sind die Köpfe vor und da komme ich natürlich mit so einem Nahfeldsystem nicht sehr weit. Und da konnten wir jetzt glücklicherweise vorne oben nochmal auf die Bässe 2 A10-Systeme stacken, eine A10 Focus und eine A10 Wide. Das ist ein Constant Curvature Line Source Array. Die Focus macht in der Anordnung vertikal 10 Grad, während die Wide 30 Grad macht. Also wir haben da also sozusagen in der Vertikalen jetzt 40 Grad, können die auch schön nach unten kippen. Und da komme ich natürlich weiter in den Parkettbereich rein und habe dann eine Chance, eine erste Wellenfront aus der Bühnenebene zu erzeugen. Und das gibt mir sehr viel Flexibilität. Ich kann einerseits das Array oder den Parkettbereich komplett beschallen mit dem Array. Ich kann aber auch unten aus dem Array HF-Anteile rausnehmen, dass ich das sozusagen nur mit dem Nierfilm mache. Ich muss aber beides vorhalten, weil immer kann das da unten nicht stehen. Je nach Produktion sind halt keine Bässe da und dann ist es auch nicht gestattet, irgendwelche Bässe hinzustellen. Das heißt, es gab da auch eine gewisse Flexibilität zu beachten. Gucken wir mal hinten, da gibt es noch einen Balkon. Und da haben wir auch wieder A10 Constant Curvature Systeme. Einmal in der Mitte, einmal außen eine einzelne A10 Wide, die sozusagen diesen letzten Zipfel vom Seitenrang noch bespielt. Mit 30 Grad in der Vertikalen und 90 Grad in der Horizontalen. Und hinten haben wir nochmal einen Balkon-Delay mit 2 A10 Focus. Jetzt ist das nicht so tief, könnte man sagen, wir haben da vorne ein Line-Array. Macht das denn wirklich Sinn, da jetzt noch ein Delay zu haben? Ja, weil die Raumakustik verlangt es einfach. Wir haben oben eine relativ niedrige Decke, wir haben Druckstaueffekte und wir versuchen natürlich auch mit dem Line-Array von vorne nicht zu viel Energie bis ganz oben hinzuschießen. Und da hilft uns das Delay nochmal. Wobei wir im Endeffekt mit dem Line-Array eine sehr, sehr gute Versorgung bis oben hin erreicht haben und dieses Delay ist oben nochmal so ein Tüpfelchen. Also man hört es eigentlich gar nicht. Wenn man es ausstellt, merkt man, oh, hier fehlt was. Und wenn es an ist, habe ich dann als Zuhörer die Ortung vorne und habe aber ein besseres Gefühl. Rangsysteme. Wir haben an den Seiten 3 Ränge, also unten eine Galerie und 2 Ränge oben drüber. Und die Galerie und den ersten Rang von der Seite wird auch wieder versorgt mit solchen Constant Curvature Line Source Arrays, in dem Fall mit 2 A10 Wide. Also in der Vertikalen haben wir jetzt hier 60 Grad. Und darüber, die darüber liegenden Ränge, den Rang 2, bespielen wir nach vorne raus einmal wieder mit einem Kara-System, Kara-2-System mit 3 Elementen. Da müssen wir halt sehr weit in den Raum rein. Und dahinter hängt nochmal eine einzelne A10 Wide, die sozusagen als Sidefill wirklich dahinter rauskommt. Bleibt nur noch der Chorrang und die werden auch mit solchen A10-Systemen bespielt. Einmal außen, wo wir über den ersten und zweiten Chorrang bzw. die Chorgalerie beschallen müssen. Das sind einzelne, sind 3 A10 Wide mit 90 Grad in der Vertikalen und in der Mitte haben wir nochmal 2 kleinere Systeme, eine Focus, eine Wide, hängen die sozusagen den ganzen Bereich unterhalb der Orgel versorgt. Das ist mal so im Groben das Systemdesign, was wir uns dann natürlich in einer Gesamtbetrachtung angeguckt haben, wie sich das im Gesamtschallfeld entsprechend darstellt. Man sieht hier auch beispielsweise oben unter dem Balkon einige Abschattung, dieser Bereich hier. Da schreit zum Beispiel jetzt nach einem Under-Balcony-System, war baulich aber nicht möglich. Denkmalschutz, ähnliche Sachen, wir haben da nichts hinbringen können. Das ist vielleicht auch mal was, da kann man sehr schön zeigen, wo man dann natürlich auch in Restriktionen rennt, wenn etwas nicht möglich ist. In der Direktschallsimulation, das ist jetzt hier auch 1 bis 10 Kilohertz, sieht es kritischer aus,
als es im wirklichen Leben war. Im Totalschallfeld ist das nie so drastisch, wie es dann da in der Simulation aussieht. Aber natürlich wäre da was nötig gewesen. Ja, was machen wir in Soundvision? Soundvision ist sozusagen das Tool, wo wir in dem 3D-Modell das gesamte Sounddesign simulieren und wirklich sehr, sehr weitgehende Berechnungen machen können, die uns in der Planungsphase schon helfen, wenn wir das System nachher in Betrieb nehmen und schlussendlich einmessen. Dazu gehört erstmal natürlich die elektroakustische Planung, wo wir in der Lage sind, eine statistische Auswertung über unsere Schallverteilung zu machen. Dazu gehört aber unter anderem auch, dass ich mir bei der Planung schon Gedanken mache über SPL-Verläufe, sogenannte SPL-Targets. Wie laut soll das System vorne sein? Was erwarte ich an Homogenität? Und davon ausgehend definiere ich mir schon, mit welchem Verstärker ich mein System antreibe und vor allem, wie viele Kisten innerhalb von so einem Line-Array ich parallel betreiben will. Möchte ich da 3 parallel betreiben oder 2? Das definiere ich alles schon und kann es später übernehmen. Wichtig ist das für unsere FIR Autofilter Full Range Funktionalität, die es jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren gibt, die wir in der Covid-Zeit an den Markt gebracht haben, wo wir in der Lage sind, mit FIR-Filtern ein Zonen-EQing anzubieten, was bis 80 Hertz runterreicht und dadurch eine viel, viel größere konstante Tonalität im Tieftonbereich von vorne nach hinten erreichen und im Prinzip diesen typischen Line-Array-Nahfeld-Fernfeld-Effekten, wie wir sie kennen, dass wir vorne mehr Bass haben und hinten weniger Bass, deutlich entgegenwirken und eine viel größere Homogenität hinbekommen. Natürlich gibt es eine mechanische Berechnung hinsichtlich der Sicherheit, dass wir sozusagen alles sicher aufhängen können. Und ich bin in der Lage, und das sieht man hier an diesen pyramidenförmigen Wipfeln, mir schon mal Messpositionen zu definieren. Das ist immer das, was ich mache, bevor ich dann in so eine Inbetriebnahme reingehe. Und ich überlege mir ganz konkret, wie viele Messpositionen will ich an welchem Messsystem messen und was will ich an der Messposition eigentlich messen. Das heißt, ich mache schon mal so eine gewisse Vorplanung, dass es dann nachher, wenn ich vor Ort bin, deutlich schneller geht. Und das sieht man hier nochmal im Zoom-In. Das wäre jetzt mal sozusagen der Bereich für, für das System, was die Galerie und den Rang bespielt. Da sehe ich natürlich auch, wo das System schon mal hinstrahlt und kann mir überlegen, macht es da Sinn, überhaupt ein Messmikrofon zu positionieren, wenn ich das System da messen will. Und das macht es mir natürlich sehr viel leichter. Mal ein Beispiel, wie wir die Hauptarrays planen. Also ich gehe jetzt nicht durch alles durch. Wir picken uns jetzt einfach nur mal so ein paar Beispiele raus. Das ist die Planung für die Haupt-PA, Kara 2 links, rechts. Und wir sehen hier, dass wir den oberen Balkon hinten schon noch mit adressieren. Die blaue Linie oben ist wirklich die Abrisskante des DOS-Guides. Da können wir dann auch sicher sein, dass oberhalb von der blauen Linie dann auch kein HF großartig mehr auf die Rückwand kommt. Und wir beschallen natürlich bis vorne in die erste Sitzreihe. Und was ich hier schon mal machen kann und was ein riesengroßer Vorteil von allen Systemen ist, wie Kara 2 oder wie auch die A10, dass ich sogenannte Panflex-Systeme hiermit implementiert habe. Das heißt, ich kann dem System anhand von Schallklappen sagen, wie es sich horizontal verhält. In dem Fall 55, 55 strahlen wir breit 110 Grad ab. Ich kann die aber auch wie oben entsprechend auf 35, 55 strahlen. Dann hätte ich ein 90 Grad asymmetrisches Abstrahlverhalten. Oder ich setze beide auf 35, dann hätte ich sie auf 70 Grad. Und das hat sich hier natürlich sehr, sehr positiv bemerkbar gemacht, weil wir aufgrund der Positionen, die wir uns teilweise auch nicht aussuchen konnten, weil sie einfach vorhanden waren, da sehr genau mit dem horizontalen Abstrahlwinkeln arbeiten konnten, um möglichst wenig Overlap zu bekommen oder möglichst bestmögliche Abdeckung. Das heißt, wir waren da sehr individuell unterwegs. Und hier sieht man das auch nochmal mit dem Kara. Die oberen sind jetzt auf 90 Grad gestellt, weil wir halt nicht so viel Energie an dieser Stelle in die Mitte des Saals strahlen wollten. Brauchten wir nicht, wir mussten auf den Balkon, aber den Seitenbalkon musste ich noch mitkriegen. Und unten haben wir sie halt mal auf 70 Grad gestellt, weil dann wirklich eine Balkonbrüstung kam. Dadurch habe ich halt wesentlich weniger HF auf der Balkonbrüstung. Wir haben hier schon statistische Auswertungen. Wir sehen das hier. Wir haben eine SPL-Target definiert, dass wir 2 dB lauter sind gegenüber diesem DREF-Punkt und 2 dB leiser gegenüber diesem DREF-Punkt. Und hier sehen wir schon mal
oben Target 91%, dass wir innerhalb dieser SPL-Target mit einer Variation von plus minus 3 dB, dass wir da zu 91% drin liegen. Das heißt, da habe ich schon sehr, sehr viele Informationen, bevor ich überhaupt die Simulation angeschmissen habe, ob das realistisch ist, ob ich das erreichen kann. Wenn das nur 70% sind, dann ist meine SPL-Target vielleicht zu sportlich. Ja, und des Weiteren können wir natürlich uns dann auch noch Gedanken machen über die Autofilter. Soundvision simuliert hier die Frequenzgänge. Das sind jetzt mal alle 5 Meter ein Frequenzgang. Und wir haben die schwarze dicke Linie wäre sozusagen der Mean Average, den wir da bilden können. Und wichtig ist jetzt halt hier, dass wir uns Gedanken machen, mit welchem Amp und welcher Aufteilung wir das Ganze entsprechend betreiben wollen. Und wir haben jetzt mal hier den LA4X genommen und wir haben immer 2 Elemente pro Kanal, die wir als FER-Zone definieren. Und wenn ich jetzt entsprechend diese Autofilterkalkulation dann drüber laufen lasse, Moment, wo haben wir's? Dann sehen wir sehr schön, wie wir halt, ich schalte das mal hier hin und her, im Hochton und insbesondere im Tieftonbereich viel, viel homogener werden. Ja? Wir haben also 2,7 dB plus minus 2,7 dB Abweichung im Tieftonbereich gegenüber dann 1,5 dB. Und dadurch erreichen wir eine viel, viel größere Homogenität. Im Hochtonbereich haben wir das bisher schon immer gemacht. Das Neue ist jetzt, dass wir es im Tieftonbereich auch machen können. Ja, und wenn wir das mit komplementären Systemen uns angucken, das wäre jetzt mal zum Beispiel das Beispiel für die Balkonsysteme, gehe ich halt genauso vor. Das ist jetzt ein bisschen komprimierter. Wir gucken uns an, wo strahlen wir hin. Wir sehen hier, die Systeme nehmen den unteren Teil nicht mehr mit, weil da habe ich noch genug Energie von der Main PA. Der Übernahmebereich wäre dann entsprechend in der Mitte des Balkons und ich kann dann natürlich auch viel genauer auf den letzten Platz gehen, weil der Schall fällt von oben ein. Wenn da was reflektiert wird, wird es unten ins Publikum abgeleitet. Genauso arbeite ich auch mit den entsprechenden Winkeln. Wir können die Fokus hier auf entweder 110 Grad stellen. In unserem konkreten Fall haben wir sie dann wirklich einmal auf 70 und einmal auf 90 Grad gestellt, um den Overlap zu diesem Seitendelay entsprechend zu minimieren. Das hat sehr gut funktioniert und danach richtet sich dann natürlich auch wieder die Auto-FIR-Kalkulation. Was können wir noch machen? Wir können uns bei der Planungsphase hier schon Gedanken machen, ob der Lautsprecher an einem sinnvollen Punkt ist und ob ich mit meinen Laufzeiten hinkomme. Wir haben hier unsere Main-PA links mal aktiviert und haben das linke Delay, was auch gelb ist, auch noch mal aktiviert und können jetzt in einer quasi Vogelperspektive mal analysieren, wie unsere Laufzeiten aussehen. Hier in dem konkreten Fall ist es so, dass wir blaue Punkte haben für ein Kriterium, wo wir sagen, da ist das einzelne System 7 dB lauter als das andere und wirkt folglich als alleiniges System, Single Source Mode, sieht man hier unten. Dann gibt es aber einen Bereich, wo beide Systeme nahezu gleich laut sind, also der Pegelunterschied kleiner 7 dB ist. Und da gucken wir uns jetzt an dieser Stelle an, das ist dieser Bereich mit den roten Punkten, wie sieht es mit der Zeit aus? Und wir haben jetzt gesagt, der Laufzeitunterschied soll an der Stelle, das kann man variabel einstellen, nicht größer als 5 Millisekunden sein. Und offenkundig ist er hier größer, weil in dem Moment haben wir die roten Punkte und wir sehen überall, wo die roten Punkte sind, haben die fast gleichen Pegel, also kleiner 7 dB und eine Laufzeit größer 5 Millisekunden. Und wenn ich jetzt in Soundvision hier meine Laufzeit einfüge, ich glaube, wir hatten irgendwas um die 54 Millisekunden da eingefügt, dann kann ich genau sehen, wo passt das denn? Ja, wir haben jetzt hier den gelben Bereich, da sind die Systeme nahezu gleich laut, aber sie haben eine Laufzeit kleiner 5 Millisekunden und ich kann da ein bisschen rumspielen. In einer Einmesssituation stelle ich eigentlich immer mein Messmikro wirklich auf einen Punkt und messe das ein. Aber ich habe nie, und habe immer so eine Mikroperspektive, ich habe aber nie den Überblick, was passiert denn bei so großen Rängen ganz weit außen und ganz weit innen. Ja? Und von daher ist das, sage ich mal, sehr mächtig und wir können das natürlich auch dann entsprechend gleich mit übernehmen. Ja, wie funktioniert das Ökosystem?
Also wir haben jetzt unsere mechanischen Berechnungen, wir haben unsere Autofilter, wir haben entsprechend schon Gruppen in Soundvision angelegt. Und das alles können wir dann in der Software Network Manager, die sozusagen unser AMP-Netzwerk steuert, gleich übernehmen, indem wir das Soundvision-File da importieren. Und der Vorteil ist, die ganzen Messpositionen, die ich mir im Vorfeld schon überlegt habe, die erscheinen hier als diese grünen Kästchen. Und die habe ich auch gleich mit angelegt und mit der Benamung ist alles schon drin. Ich muss mir das optisch ein bisschen arrangieren, wie ich das haben möchte und kann von hier aus dann sozusagen meine Systeme in Betriebnahme starten und auch einmessen und zwar mit dem in Network Manager verfügbaren Messprogramm M1. Und das korrespondiert sozusagen mit Network Manager, aber um die Messung durchzuführen, brauche ich eine Hardware noch. Das ist der P1-Controller, kann man sich bei unserem Stand angucken. Der ist sozusagen das Messinterface, an dem ich nachher meine Messmikrofone auch anschließe. Den brauche ich zwingend, ansonsten kann ich mir zwar offline schon getätigte Messungen angucken, aber ich kann keine Messungen durchführen. Ja, und das haben wir halt hier jetzt übernommen. Also wir haben gleich die FER-Filter übernommen, wir haben Delay-Gain-Einstellungen aus Soundvision übernommen und können das jetzt sozusagen in unsere Messung einfließen lassen. Und was wir jetzt halt machen, ist an dieser Stelle, dass wir uns noch definieren, wo möchte ich denn, an welcher Messposition möchte ich denn alles, was möchte ich da messen? Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal mein Messmikrofon vorne in den vorderen Teil des Rangs stelle, dann macht es an dieser Stelle unter Umständen Sinn, das linke PA-System zu messen, die dazugehörigen Bässe, das Nahfeldsystem, A10 links und das Center-System. Das heißt, ich kann entsprechend an einer Position das vordefinieren und dann läuft eine Prozedur durch und die Systeme werden automatisch einmal angesweept. Und als Resultat von dieser Definition haben wir jetzt hier eine Messmatrix, das ist ein großes System, die aus 64 Messpositionen besteht, mal 22 Lautsprechergruppen. Eine Lautsprechergruppe ist entweder ein Array oder ein einzelner Lautsprecher, je nachdem, wie ich das definiere. Und habe dann sozusagen eine Matrix, wo alle Messungen drin sind. Und so ein großes System, wie wir es hier gesehen haben, das ist natürlich dann auch mit einigem Aufwand einzumessen. Wir haben das so gemacht, dass wir mit einem MyPro Digitalsystem mit 2 Kanälen gemessen haben. Ich warte immer noch sehnsüchtig auf meine 4-Kanal-Version, aber Lieferzeiten, was soll ich sagen, egal. Aber es ist rein theoretisch möglich oder praktisch möglich, mit bis zu 4 Mikros anzuschließen an den P1 und mit bis zu 4 Mikrofonen auch gleichzeitig zu messen. Das heißt, ich stelle meine 4 Mikrofone hin, sweepe meine PA links an und in dem Moment, wo der Sweep aus der PA links rauskommt, nehmen 4 Mikrofone gleichzeitig auf. Das heißt, ich bin verdammt schnell und mit unseren nur 2 Messungen oder 2 Messmikrofonen, die wir hatten, haben wir immer mindestens 6 bis 8 Messungen pro Lautsprecher gemacht, die bei jeder Messung auch 4-mal gemittelt wurden. Und wir kamen da insgesamt auf 122 Messungen und waren da in einer Stunde 52 Minuten durch. Konnte ich ziemlich genau nachvollziehen, weil die Messungen werden nämlich protokolliert, wann wir angefangen haben und auf. Und ich gebe zu bedenken, wir mussten da ziemlich viele Treppenhäuser laufen. Also wir waren da relativ schnell. Christian sitzt da hinten in der Ecke, der ist mit dem Messmikro rumgelaufen, der hatte abends dicke Beine. Ja, und was macht man dann? Dann kann man sich eigentlich mit einer Tasse Kaffee und dem Rechner ins Catering verziehen oder in dem Fall in die Kantine. Und kann etwas betreiben, was wir Silent Tuning nennen, weil wir haben nämlich alle Messungen auf dem Rechner und können dann das ganze System sozusagen, ohne dass wir an dem System sind, tunen. Das ist auch so ein bisschen gedacht für eine Touring-Situation. Ich nehme genau die halbe Stunde, wo kein Steiger durch die Halle fährt, messe, gehe ins Catering, mache mein Tuning, gehe zurück, schließe den Rechner an, der schießt alles ins Netzwerk und dann können wir einen Riemen auf die Orgel legen. Und was wir da im Detail machen, zeige ich euch ganz kurz hier. Erster Schritt war natürlich, sich mal Gedanken zu machen über das Time Alignment mit den Bässen. Da haben wir ganz klassisch eine Phasenfunktion, die wir angucken und wir sehen hier oben entsprechend einmal in Orange, was die KS21 machen und grün, was die Karas machen und wir sehen dann entsprechend die Summierung. Lustigerweise haben wir die Karas delayed.
liegt daran, dass es ein ansteigender Rang ist. Das heißt, ich bin relativ schnell näher an dem Kara-System dran. Das war ungefähr Mitte Parkett, wo wir gemessen haben. Und wir haben unten Kardioidbässe, die in sich schon mal eine Verzögerung haben mit 5,5 Millisekunden. Ja, das ist jetzt aber so das Klassische, was ich mit jedem anderen Messsystem auch machen würde. Ich gucke auf eine Position und gucke mir an, wie funktioniert das da. Und gerade wenn ich so einen ansteigenden Rang habe, wo ich natürlich durch den ansteigenden Rang sehr starke Fahrtlängenunterschiede habe, ist das natürlich problematisch. Wenn ich da die falsche Messposition nehme, kann sich das unter Umständen ganz oben umdrehen. Und deswegen ist es schön, von der Mikro- in die Makroperspektive zu wechseln, indem ich die Möglichkeit in M1 habe, zu sagen, pass mal auf, als erstes schauen wir uns mal hier die Einzelmessungen an, für die Bässe und für das Kara, mitteln die. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mir diese beiden Messungen oder die ganzen Einzelmessungen zu mitteln und zu summieren. Und jetzt habe ich im Prinzip das Time Alignment, ist schon drinne, wie hier den Frequenzgang, der sich hier über 12 Messpositionen summiert und gemittelt ergibt. Das heißt, wenn ich da eine schlechte Wahl getroffen habe mit meinem Time Alignment wegen der Messposition, könnte ich jetzt hier sehen, über alle Messungen, wenn irgendwo was einbricht. Das heißt, ich habe wirklich einen globalen Blick auf das, was die Messentscheidung oder die Delay-Entscheidung, die ich getroffen habe, funktioniert die in der ersten Reihe noch und funktioniert die auch in der letzten Reihe noch. Und wenn sie in der letzten Reihe noch funktioniert, ist das so schlimm, dass es mir wirklich den Gesamtfrequenzgang statistisch aus dem Ruder laufen lässt. Das ist ein riesengroßer Vorteil und diese Mittel, also den Ansatz beim Mitteln, den nehmen wir dann natürlich auch, wenn es nachher um die Optimierung hinsichtlich des IQs geht. Wir haben jetzt hier mal unseren summierten und gemittelten Frequenzgang. In einer Drittel-Oktav-Mittlung eben hatten wir uns eine Oktave angeguckt. Das ist das, was wir im ersten Schritt machen. Im zweiten Schritt können wir einfach mal uns die angucken, was wir an Rohdaten, an Rohmessergebnissen haben und können uns eine SPL-Target definieren. Ganz klassisch, so ein Frequenzgang von einem Line-Source-Array ist immer ab einer gewissen Frequenz konstant linear, da wo der Hochtontreiber arbeitet, wo der DOS-Guide arbeitet. Und zu tiefen Frequenzen steigt das an, ne? Ein Kumpel von mir sagt immer, Line-Array ist ein Rudeltier. Das heißt, er hat immer ganz viele Kumpels mit Tieftontreibern entsprechend in einer Linie. Und da baut sich halt natürlich die Energie auf. Und das sehen wir hier. Da haben wir dann teilweise bis zu 12, 15 dB Anstieg. In dem Fall ab 600 Hertz. Und was ich dann mache, ist, dass ich entsprechend Filter draufrechne. Einmal sozusagen IER-Filter als Raumkorrektur. Und im letzten Schritt mache ich mir Gedanken, ob der Gesamtanstieg meiner Tieftonenergie reicht für das, was da gemacht werden soll. Und da da auch öfters mal Pop-Produktionen spielen, die halt auch entsprechend Low-End erwarten, haben wir dann noch mit dem sogenannten LF-Konturfilter ein bisschen was hinterhergeschoben, sodass wir dann auf unsere 15 dB gekommen sind. Und all das, was ich jetzt hier in M1 gemacht habe, wurde im Hintergrund automatisch in der entsprechenden Network-Manager-Gruppe übernommen. Das korrespondiert miteinander. Und so kann ich das dann natürlich für den Center genauso machen. Das wären jetzt mal die Rohdaten vom Center, wo ich mir auch wieder einen Zielfrequenzgang überlege. Auf diesen Zielfrequenzgang dann entsprechend optimiere. Ja, und im zweiten Schritt macht es natürlich Sinn, sich mal anzugucken, wie sieht denn mein optimierter Frequenzgang aus von der PA links. Passt das? Das soll ja tonal stimmig sein. Und da sehen wir, dass wir hier ab 400 Hertz oder ab 500 Hertz ziemlich stimmig sind. Und darunter haben wir natürlich Änderungen. Warum? Ich habe auf der einen Seite 12 Karas hängen und auf der anderen Seite 8. Das ist natürlich dann von der Tieftonenergie, was das System produziert, was anderes. Aber ein Center soll ja auch nicht die gleiche Tieftonenergie erzeugen wie ein Hauptsystem, wie ein Links-Rechts-System. Der hat ja auch eine andere Aufgabe. Schlussendlich bleibt dann noch das Time Alignment. Das kann ich mir hier auch setzen. Wir haben hier auch oben, wo diese 1, 2, 3 Buttons zu sehen sind, Vorschläge, die uns das System macht. Wenn wir es perfekt setzen, hätten wir jetzt hier
entsprechend die Impulsantworten genau übereinander liegen. Schlussendlich sind wir bei was gelandet, wo wir natürlich den Center etwas früher kommen lassen. Klar, der soll ja eine Mittenortung machen. Das heißt, ich brauche eine erste Wellenfront aus der Mitte heraus. Und das könnte natürlich jetzt auch wieder mein Ergebnis so ein bisschen degradieren. Deswegen habe ich hier dann auch wieder die Möglichkeit, mir die beiden Messungen anzugucken und die auch wieder komplex zu summieren. Und dann kann ich sehen, ob der schwarze, sozusagen der schwarze Frequenzgang ist die Summierung, ob das irgendwelche größeren Probleme hervorruft und habe da die Möglichkeit auch eine sehr genaue Analyse zu machen. Hier sieht man das mal, gibt es in dieser Matrix dann die Möglichkeiten, diese Summierung einzuschalten. Das wäre jetzt hier über insgesamt 7 Positionen, wie wir das gemacht haben. Ja, und so setzt sich das eigentlich fort. Wir haben die Möglichkeit, uns die einzelnen Frequenzgänge zueinander zu betrachten. PA links, Center. Wir haben, möchte meine Präsentation weiter, uns haben die Möglichkeit, uns die Kara-Systeme für den Seitenrang anzuschauen. Und darüber hinaus können wir natürlich auch gucken, was passiert hier beim Chor außen. Das ist jetzt nochmal das Rote. Und wir sehen, also oberhalb von 600 Hertz läuft das alles sehr konstant. Und das ist für mich natürlich, bevor ich das System überhaupt gehört habe, ein erster Hinweis, dass ich ein sehr konstantes Ergebnis erwarten darf. Und das zeigt sich dann schlussendlich auch in den Hörtests eigentlich immer. Und man geht dann quasi mit dem Laptop an den FOH, schießt die ganzen Daten ins Netzwerk und läuft rum und hört natürlich. Und dann gibt es noch ein bisschen Gain-Anpassungen und ein bisschen Delay-Anpassungen. Aber aus der Erfahrung heraus macht man an den Filtern kaum noch was, weil das meistens oder nach meiner Erfahrung so stimmt. Es gibt noch ein paar Geschmacks-IQs, klar, die hat man immer. Daher auch wichtig, die letzte Instanz auch beim Einmessen ist das Hören, das Ohr. Ne? Und da fange ich dann halt an, mit Ortung zu spielen und gucken, ob das alles funktioniert. Und damit haben wir dieses System innerhalb von ja, einem Tag, ich glaube 18 Uhr waren wir dann draußen, haben wir das im Prinzip eingemessen. Und dann wäre noch, habt ihr Fragen? Ingeborg, aber ich glaube, es gibt ein Rückfragemikro, oder? Wie ist das wegen Recording? Martin, hast du eigentlich auf der Bühne auch eine Messung gemacht, was vom Chor zurückkommt, also von den Chorplätzen und von der Haupt-PA? Nee, eine Messung habe ich nicht gemacht. Aber also Haupt-PA ist echt unkritisch. Ich habe da immer so einen schönen Drum, Snare Drum, Boom-Chuck Loop, den ich dann mal draufgebe. Und da war wirklich also kein Slapback, nichts. Aber Chor ist kritisch. Weil wir haben so viele schallharte Flächen da hinten, die wir logischerweise, also man hätte überall ganz diskret ganz viele Quellen setzen müssen. Ja? Das ist aber einfach nicht möglich. Der Chor funktioniert gut, aber es ist wirklich ein extrem schmaler Grat gewesen von einem halben bis einem dB, wo man da hinten steht und sagt, oh, ein bisschen geht noch und dann macht man das bisschen und dann geht man nach vorne und sagt, nee. Und genau wieder um dieses dB oder das halbe dB zurück und dann killst dich vorne nicht. Das ist aber, das hängt halt mit dem Balkon zusammen. Also wenn wir uns das Bild hier, die Präsentation nochmal starten, dann sieht man das ja vielleicht an dem Bild hier. Oh, schade. Moment. Wir haben halt wir haben halt sehr viele Balkonbrüstungen da hinten. Hier sieht man es, auf die wir logischerweise dann natürlich auch ein bisschen Energie geben. Aber das ist wirklich, das ist ähnlich wie bei euch im Konzerthaus. Ne? Da haben wir das gleiche Problem gehabt. Ja, in Essen, glaube ich, ist ja dann auch hinten gesperrt, wenn jetzt da irgendwie eine verstärkte Veranstaltung ist. Ja, teilweise. Teilweise, ja. Teilweise. Also man überlegt im Moment auch noch, oder es gibt manchmal so Sachen, dass die da hinten auch irgendwelche Transparente hängen haben. Ja, also das ist natürlich meine Erfahrung in Essen. Das ist natürlich dann Segen, ne? Dann hast du da an der Stelle Absorption. Danke. Bitte. Christoph. Ganz schnell 4 Sachen. Wo IER-Filter, wo ein FIR-Filter und warum?
Das ist die eine Frage. Ich rate das schnell runter. Ja. Wenn man alle FIR-Filter komplett in Gang bringt, ja, mit allen Ressourcen, wie viel Delay machen die? Ich meine, Trinhoff mit 21 Millisekunden, wenn man da alles anwirft, killt sowieso alles, aber ja, ist natürlich nur für PA, ja, sage ich, klar. Ich kenne die Kara nicht, sorry, ich habe das mit den 35-55 oder 55-55 horizontale Veränderung, das habe ich nicht verstanden, was man da tut. Und last but not least, hat natürlich Gründe gegeben, es nicht zu tun, ist mir klar. Frage trotzdem, würde ich versuchen, die Bässe oben über die gesamte Bühnenkante an die Decke zu hängen, hätte ich zumindest theoretisch folgende Vorteile. Kein Lautstärkeunterschied von vorne nach hinten. Wenn ich hinten genug Druck habe, sterben die vorne. Ja. Wahrscheinlich sind es keine Youngster, die es lieben, in den Subwoofern zu liegen. Ja, und dann kann ich sie auch immer dort lassen und ich habe keine Löcher im Publikum. Gut, ich fange mal die Frage von hinten an zu beantworten, weil da kann ich mich besser erinnern. Absolut richtige Frage mit den Bässen. Und das war auch unser Designvorschlag, die Bässe in der Mitte mono zu fliegen. Warum? Links, rechts habe ich eine Kammfilterbildung, also die typische Power Alley, die wir kennen. Und ich habe natürlich von der Distribution ganz schlechte Karten, weil die ersten Reihen sitzen vielleicht einen Meter weit weg. Ja? Und dann habe ich von 1 auf 2 Meter meine 6 dB Pegelabfall bei den Bässen. Und ganz hinten, wenn ich dann 30 Meter weit weg bin oder so, habe ich 30 dB Pegelabfall. Das ist natürlich schlecht, also reines Abstandsgesetz. Deswegen Bässe oben in die Mitte zusammen wollten wir machen, hatten aber unsere Rechnung ohne die Statik des Daches gemacht. Und wir waren da, also mit den Hängelasten sind wir da wirklich ein bisschen an der Kotzgrenze gewesen, weil dieser Reflektor da oben fährt. Und da müssen auch alle Systeme, die da drunter hängen, mitfahren. Das heißt, wir müssen aus dem Reflektor raus sein und der wiegt. Das ist ein Großteil der Dachlast. Deswegen waren wir an der Stelle einfach gezwungen, sie wieder ganz klassisch links, rechts, unten zu machen. Dann also das mit dem 35 hast du nicht, mit dem Abstrahlverhalten hast du nicht verstanden. Jeder Lautsprecher hat ein Panflex-System. Ich erkläre es mal an der Kara. Die hat, das ist vorne an dem Hochtöner, bei der Kara 2 hast du einen Schallklappen, die du einstellen kannst. Entweder sind die ganz ausgeklappt, dann ist die eine Schallklappe 55 und die andere auch 55, 110. Oder du stellst sie auf 35 oder dann auf asymmetrisch 90. Und es gibt zu jeder dieser Einstellungen ein dezidiertes Preset, dass wir bis 400 Hertz dann auch dieses Abstrahlverhalten einhalten. Bei größeren Systemen wie K2, wo das mal eingeführt wurde, geht das sogar bis 200 Hertz runter. Nächste Geschichte ist FIR-Filter und wo IER-Filter. FIR-Filter werden bei uns nur, also exklusiv nur in den Zonen eingesetzt, weil sie halt phasenneutral arbeiten, sie erzeugen keine Gruppenlaufzeiten und dadurch können wir FIR-Filter auf das obere Topteil draufgeben, während wir auf die unteren beiden oder ganz unten andere FIR-Filter draufgeben, ohne dass wir Gruppenlaufzeiten erzeugen und uns die Wellenfront zerstören. Das können wir mit diesem Auto-FIR-Filter auch inzwischen für tiefere Frequenzen und da kommen wir gleich zu dem Thema Latenz. Wenn wir die normal FIR-Filterung nehmen, die wir bisher immer gehabt haben, haben wir eine konstante Latenz, egal was wir da machen. Selbst wenn du alles reindrehst von 3,9 Millisekunden. Nehmen wir die erweiterte, die Auto-FIR Full Range, das kann ich umschalten, dann komme ich auf 6,5 Basislatenz. Und die ist auch fix. Also Trinhoff ist ja noch viel aufwendiger, da an der Stelle deswegen auch andere Latenzen. Und je tiefer wir gehen, mit so weniger Punkten rechnen wir auch in den FIR-Filtern, um die Latenz entsprechend klein zu halten. Dann kam das Thema IER-Filter. Die IER-Filter sind wirklich exklusiv nur dazu da, um Raumkorrekturen über das gesamte Array zu rechnen. Also die werden bitte niemals in irgendeiner Gruppe eingesetzt, weil die haben eine Gruppenlaufzeit. Darüber hinaus habe ich aber auch immer noch die Möglichkeit, und das hat man eben auch ein paar Einmessungen gesehen, einen FIR-Filter natürlich auch nochmal zusätzlich über das gesamte Array zu nehmen. Das schadet nicht. Also einen FIR-Filter kann ich nur in der Gruppe einsetzen, also in der FIR-Zone oder halt auch über das gesamte Array, während IER-Filter bitte niemals in irgendwelchen Zonen-EQing genutzt werden und über das gesamte Array. Beantwortet das die Frage? Habe ich noch eine Frage vergessen? Nee, das war's, ne? Gut.
Ja. Noch eine Frage? Dann noch einen schönen Nachmittag. Wer Bock hat, wir haben bei uns auf dem Stand bei Signal haben wir das Network Manager File, was ich eben gezeigt habe, und auch das Soundvision File auf dem Rechner. Wer da detaillierte Fragen hat, da kann ich natürlich noch viel mehr zeigen, als ich das hier im Rahmen von so einem kleinen Vortrag zeigen kann. Seid ihr herzlich eingeladen. Gut, Dankeschön. Applaus